Johann Wolfgang von Goethe. Eigentlich würde man ja denken, dass man mittlerweile alles über Goethe weiß. Die wenigsten wissen jedoch, dass Goethe unter enormer Höhenangst litt und sich quasi selbst therapierte. So schrieb er zum Beispiel in Dichtung und Wahrheit: Besonders aber ängstigte mich ein Schwindel, der mich jedes Mal befiel, wenn ich von einer Höhe herunterblickte. Allen diesen Mängeln suchte ich abzuhelfen, und zwar, weil ich keine Zeit verlieren wollte, auf eine heftige Weise. Das Spannende ist, dass diese heftige Weise, diese heftige Methode, mit der Goethe letztlich seine Angst überwinden konnte, noch heute zur Goldstandardtherapie, nämlich zur kognitiven Verhaltenstherapie gehört und einer der wichtigsten Wirkfaktoren von Psychotherapie im Allgemeinen darstellt. Denn Goethe hat nichts anderes gemacht, als sich seiner Angst zu stellen, sich der angsteinflößenden Situation auszusetzen. In der Psychologie spricht man dann von der Expositionstherapie. Man setzt sich den angsteinflößenden Situationen aus. Man konfrontiert sich so lange mit der angstauslösenden Situation, bis man sich an sie gewöhnt, bis man merkt, dass die Angst immer weiter abnimmt, weil man auch realisiert, eigentlich passiert hier jetzt gar nichts Schlimmes. Und als Goethe geschrieben hat, dass er eine heftige Weise gewählt hat, hat er nicht gelogen, denn er hat sich einfach mal das höchste Gebäude seiner Zeit rausgesucht, nämlich die Kathedrale von Straßburg mit einer Gesamthöhe von 142 Metern. Und in Dichtung und Wahrheit schreibt er: Ich erstieg ganz allein den höchsten Gipfel des Münsterturms und saß in dem sogenannten Hals, unter dem Knopf oder der Krone, wie man es nennt, wohl eine Viertelstunde lang, bis ich es wagte, wieder heraus in die freie Luft zu treten, wo man eine Platte, die kaum eine Elle ins Gevierte haben wird, ohne sich sonderlich anhalten zu können, stehend das unendliche Land vor sich sieht. Und weiter unten schreibt er dann: Dergleichen Angst und Qual wiederholte ich so oft, bis der Eindruck mir ganz gleichgültig ward. Goethe beschreibt also hier das, was wir Psychologen als Habituation bezeichnen. Man gewöhnt sich einfach an die Situation. Der Anblick aus dieser großen Höhe, die zuvor bei ihm diese enorme Angst ausgelöst hat, wurde im Laufe der Zeit, nachdem er sehr lange in dieser Situation ausgehalten hat, wurde für ihn immer normaler. Und mittlerweile liegen unzählige Studien vor, die zeigen, dass diese Form der Angstkonfrontation, dieser Expositionstherapie, nicht nur bei Höhenangst funktioniert, sondern auch bei anderen Phobien, bei Hundephobie, Schlangenphobie, Spinnenphobie, aber auch bei sozialer Phobie, Agoraphobie oder generalisierten Ängsten. Sehr interessant ist auch, dass Goethe, dadurch, dass er sich das höchste Gebäude seiner Zeit ausgesucht hat und damit also die maximale Angstkonfrontation gesucht hat, wahrscheinlich auf der richtigen Spur war. Denn neuere Studien konnten zeigen, dass Expositionstherapie gerade dann besonders effektiv sein kann, wenn wir lernen, maximale Angst auszuhalten. So konnte man zum Beispiel in einer Studie von Wolitzke und Telch aus dem Jahr 2009 zeigen, dass Versuchspersonen, die genauso wie Goethe an Höhenangst litten, dann am meisten von einer Konfrontationstherapie profitierten, dann am meisten Angst abbauten, wenn sie während der Konfrontation maximale Angst aushalten sollten. Dafür ist man mit ihnen auf eine luftige Parkhaustreppe gegangen, was natürlich für sie schon sehr angsteinflößend war. Aber man hat in einer Gruppe die Angst noch zusätzlich erhöht, indem man gesagt hat: Ja, jetzt lehn dich mal über das Geländer hier und halte dabei deine Arme auf dem Rücken. Die nächste Stufe lautete, dass sie am Geländer stehend ihren Kopf hin und her schütteln sollten, wodurch also so ein bisschen Schwindel erzeugt wird, wodurch natürlich die Angst noch größer wurde. Damit aber noch lange nicht genug. In weiteren Stufen sollten die Versuchspersonen dann auf das Geländer zurennen, später sogar rückwärts auf das Geländer zurennen, wobei sie dann am Ende natürlich vom Versuchsleiter aufgefangen wurden. Und in der letzten Stufe sollten sie sogar mit geschlossenen Augen rückwärts auf dieses Geländer zulaufen. Aber auch hier wurden sie natürlich vom Therapeuten dann rechtzeitig gestoppt. Aber im Vergleich zu zwei Kontrollgruppen, eine Gruppe, die nur eine normale Konfrontation bekommen hat, mit der man also nur auf diese luftige Treppe hinaufgestiegen ist und dort verweilt hat und dann dort einfach gewartet hat, bis die Angst immer weniger wird. Und im Vergleich zu einer Wartekontrollgruppe, also eine Gruppe, die überhaupt keine Behandlung bekommen hat, war diese maximale Konfrontation mit Abstand am effektivsten, weil man die extrem wichtige Erfahrung macht, dass selbst unter den schlimmsten Bedingungen, die man sich vorstellen kann, am Ende doch nichts Schlimmes passiert ist. Und Ähnliches konnte man auch in anderen Studien zeigen, zum Beispiel mit sozialängstlichen Versuchspersonen,
die man gebeten hatte während einer Vortragssituation, also für sie eine sehr angsteinflößende Situation, zum Beispiel absichtlich zu stottern oder auch einfach mal für 10 Sekunden nichts zu sagen. Also wie wenn man einen extrem heftigen Blackout hat. Und auch hier zeigt es sich, als die Versuchspersonen merkten, dass auch unter diesen extrem gefürchteten Bedingungen letztlich nichts Schlimmes passiert ist, dass dann die Angst deutlich stärker zurückgegangen ist. Wenn man also seine Ängste schnell und effektiv überwinden möchte, dann kann es wirklich sehr sinnvoll sein, es so zu machen wie Goethe, der damals das höchste Gebäude seiner Zeit mit 142 Metern erklomm, nur um die maximal mögliche Angstkonfrontation und damit den maximal möglichen Therapieerfolg zu erreichen. Und ihr könnt euch wahrscheinlich vorstellen, dass das Erfolgserlebnis und der Boost im Selbstbewusstsein natürlich dann auch maximal ist. Also es ist natürlich sehr viel beflügelnder und erschüttert die eigenen Überzeugungen viel mehr, wenn man es geschafft hat, zum Beispiel so eine dicke, fette Spinne auf die Hand zu nehmen, anstatt so einer kleinen Hausspinne, oder auf eine 150 Meter hohe Plattform hochzugehen, anstatt auf eine 2 Meter hohe Leiter. Ich will das überhaupt nicht kleinreden, solche kleinen Konfrontationen sind natürlich auch sehr wichtig und können auch schon einen Erfolg haben. Das haben wir ja auch in der einen Studie schon gesehen. Die Therapieeffekte sind dann auch vorhanden. Aber je größer die Angst war, die man gelernt hat auszuhalten, desto größer ist dann letztlich auch der Therapieeffekt. Wenn ihr noch mehr zu dem Thema erfahren wollt, schaut natürlich auch gerne mal in die Bücher rein oder schaut mal auf der Webseite vorbei. Ansonsten sehen wir uns gerne beim nächsten Mal wieder. Hört ihr das? Das ist unglaublich. Ah Gott, ey. Ist wahrscheinlich auch erst der 25. Düsenjäger, der hier durchfliegt.